Ja, Mahlzeit zusammen. Mahlzeit. Willkommen zum neuen Video, zum neuen Vlog. Wir hatten in der letzten Instagram-Story angekündigt, dass es wieder Familienzuwachs gibt. Ja, Anthony hat vorgelegt, du hast nachgezogen. Ja, so ungefähr. Zum zweiten Mal nachgezogen. Ja. Wir wollen euch mal kurz noch das Bike vorstellen. Diesmal ist Erik eben, der sich das neue Moped gekauft hat. Zweiter Anlauf, du hattest da vorher die Beta. Ja, das war aber leider ein Fehlkauf. War jetzt irgendwie nicht ganz erfolgreich. Bisschen zu schnell losgerannt und ein Motorrad gekauft. Und Ja, Beta ist wieder rausgeflogen. Jetzt steht das Neues da. Kann man direkt zeigen eigentlich mal, oder? Oh. Moment, wir drehen euch mal rum. Da ist das gute Stück. KTM EXC 525. Ja, Baujahr 06. Dritte Hand. Top gepflegt. Motor vor 20 Stunden neu gemacht. Mit Rechnung? Mit Rechnung, alles nachweisbar. Komplett legal, offen eingetragen. Motomaster, komplett Anlage vorne. Genau, ich weiß gar nicht, man sieht das jetzt. Die gute Motomaster Scheibe. Gut, Bremspumpe ist noch die Enduro drin, ne? Ja, die muss ich noch umändern. Da kommt dann noch eine andere rein, genau. Ja, gibt's noch, wie gesagt, komplett legal, offen eingetragen. Und Fahrwerkservice neu. Räder neu. Ja, müssten Bärfelgen sein. Also zumindest Naturbesitzer, ne? Ja, sind nur so eingetragen. Genau. 5.0er Felge hinten. 06, mega gutes Baujahr. Der gute RFS-Motor, da geht sowieso nicht kaputt. Ja, das war mir halt wichtig, deswegen wollte ich den eigentlich unbedingt, beziehungsweise hatte ich ja vorher in der Beta auch schon. Genau, die Beta war 07 Baujahr, ne? Genau. Und jetzt bin ich halt bei KTM geblieben. Stimmt, da steht die andere. Jetzt. Das Eisenschwein. Ja, absolut geiles Motorrad, aber halt einfach für einen Spot und Wheelies und Zirkeln und hast du nicht gesehen, absolut ungeeignet. Und halt eigentlich auch zu schade. Ja. Ist halt ein absolut schönes Turnbike. Damit kann der wirklich mal Kilometer machen. Kann man das gute Stück nochmal zeigen? Ja, na, bleibt halt als Turnbike jetzt stehen, ne? Und zum Rumspielen dann das Gerät. Ja, auch ein schönes Ding. Vor allem Glücksgriff und also mit allen Eintragungen drin. Naja, vor allem halt offen eingetragen. Ja, auf jeden so Fall. Gut wie nie. Nicht nur diese komische 12 kW Eintragung, was ja halt so von Werk ab drin ist. Und halt wirklich Pumpe gepflegt, also. Kannst du echt nicht meckern. Ja, steht gut da auf jeden Fall. Na, nächste Woche deine erste Ausfahrt, dann gucken wir mal. Hoffentlich. Wie gesagt, ein paar Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden. Ölwechsel, Ventile einstellen. Ja, das machen wir die Woche dann. Ja. Fertig. Und dann geht's los. Dann gibt's noch einen kleinen Backporn, wenn es ein bisschen heller ist und ein bisschen besseres Wetter. Und dann geht's los. Gut, Maske wolltest du noch machen, optisch, ne? Ja. Da kommt noch eine neue drauf. Naja, was ein Modell. Ja, und dann noch Deko irgendwann. Der Kollege ist glücklich und zufrieden. Auf jeden Fall. Nach ewiger Suche, ja. Nach 10.000 geteilten eBay-Angeboten, kam dann endlich mal die zum Vorschein. Ja, es ist ein absoluter Krampf, eine EXC zu finden in einem halbwegs vernünftigen Zustand. Wo auch noch die Stunden nachweisbar sind oder halbwegs. Auch hinten Motomaster. Ja, tatsächlich. Du bist so 4 Stunden gefahren dafür, ne? Ja, Innenstrecke. Und das Ganze mit Hänger war absolut super. Aber das Wetter war zum Glück Bombe. Somit ist es sauber geblieben auf dem Hänger. Geputzt wird es trotzdem nochmal. Ja, auf jeden Fall. Dass er ordentlich darstellt. Ja, der Vorbesitzer keine Zeit, weil ich es ihm direkt aus der Hand gerissen habe. Von Montageheben und Karre abgeholt. Er wollte gar nicht verkaufen eigentlich, ja? Naja, noch nicht, ne. Er war es eigentlich noch gar nicht sicher, aber ich habe mir halt überrumpelt und gesagt, ich komme halt vorbei und nehme sie mit. Da stand der Erik da mit Hänger und ein Schwuppseck war sie. Ich bin ja echt froh, dass du gekommen bist. Gut, über die Blinker kann man noch mal reden, ne? Ja, aber ist halt legal, ne? Außer der Kennzeichenwinkel. Ja. Sieht man das? Das erste Mal Theater gehört. Sieht man das von der Seite? Ja, gut. Jetzt nicht ganz so wie. Ja, okay, das Kennzeichen abgehängt, aber. Man kennt ja den originalen Winkel von der. Ist das Original bei der 96? Nee, so nachgerüstet, dann könnt ihr. Nee, aber der Winkel. Vorstellen, wie du. Ja. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall das gute Stück. Mal gespannt dann, wie es verglichen mit meiner 450 fährt, vor allem. Ob man da einen großen Unterschied merkt. Was denkst du? Ich denke schon, wir meinen sehr viel neuer als deine. Ein Jahr, Alter. Noch eine alte. Junge.
Aber gerade den Hubraum, man müsste es halt schon im Durchzug eigentlich merken. Ja, ein bisschen denke ich schon, aber... Müssen wir mal schauen dann. Machen wir mal einen Vergleich. Machen wir ein separates Vergleichsvideo eigentlich. 450er versus 425er. Ja, das kann man eigentlich machen, ja. Machen wir einfach mal so. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir, ob endlich mal unser Schleifvideo kommt. Ja, wir sind bisher beide zu doof zum Schleifen, ja. Das wird sich dann hoffentlich irgendwann mal ändern. Aber das ist eine geplante Videoidee, die seht ihr dann während der Saison irgendwann. Na, gucken wir da mal, wenn es wieder besser wird, dass er endlich mal rauskommt, wenn nicht mehr gefühlt minus 50.000 Grad sind. Ja. Und. Erstmal noch ein bisschen arbeiten. Genau. Genau, genau. 525. Genau, packt mal in die Kommentare, wie ihr das Ding findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann auf dem Motorrad. So sieht's aus. Spätestens im Vergleichsvideo. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Über ein Abo würden wir uns mega freuen. Und dann sehen wir uns demnächst. Haut rein. Sag tschüss. Rast er gerade schon. Tschüss.